Ja, Herr Leichtfried, vielen Dank für das Interview. Heute das zentrale Thema natürlich von der SPÖ, der Neuwahlenantrag. Wie wird es da jetzt weitergehen? Können Sie uns so ein bisschen durch die Situation führen? Ja, wir werden, also haben den Antrag heute eingebracht. Der kommt jetzt in den Verfassungsausschuss und sollte dann im nächsten Plenum eigentlich abgestimmt werden. Das heißt, die Entscheidung fällt noch vor dem Sommer. Und ich denke, das ist gut so, weil die Menschen in Österreich haben sich verdient und es ist auch notwendig, dass sie jetzt rasch über die Zukunft unseres Landes entscheiden können. Das, was wir hier erleben, dieses Schauspiel der Bundesregierung, das sollte zu einem Ende kommen. Wir sind in einer schweren Krise, da braucht es eine Regierung, die was weiterbringt und nicht eine, die handlungsunfähig ist. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nur als kurze Nachfrage, der Antrag wird heute eingebracht, aber abgestimmt wird er erst später. Genau so ist es. Wenn man sich heute auch ein bisschen Ihre Rede angehört hat, die Sie hier vor dem Nationalrat gehalten haben, hat man auch mitbekommen, wie Sie sehr wichtige Themen wie die Teuerungswelle angesprochen haben, auch der Regierung gesagt haben, man tut hier zu wenig, vor allem an den Kanzler und auch an den Vizekanzler gerichtet. Was könnte man hier besser machen? Ja, ich habe das Gefühl, in Wahrheit ist diese Teuerung der Regierung, insbesondere dem Kanzler und dem Vizekanzler, vollkommen egal, weil sie tun nichts, was jetzt wirklich hilft. Unser Vorschlag wäre es, die Mehrwertsteuer bei den Lebensmitteln zu senken, bei der Energie zu senken, beim Treibstoff zu senken, einen Preisdeckel beim Treibstoff einzuführen, zu kontrollieren, ob dieser Preisvorteil auch weitergegeben wird und dafür zu sorgen, dass er weitergegeben wird. Das könnte man sofort machen und es würde alles billiger werden. Natürlich befristet, Dauer dieser Krise, aber sie tun es nicht. Wir haben eine Inflation von 7% und die Pensionen werden nicht dementsprechend erhöht. Wie sollen die Leute noch einkaufen gehen? Dasselbe gilt fürs Pflegegeld. Das ist um 1,8% erhöht worden, nicht um 7%. Also man sieht, sie interessieren sich nicht für die Sorgen der Menschen in Österreich und das ist natürlich für eine Bundesregierung nicht akzeptabel. Kritisch angesprochen haben Sie bei Ihrer Rede auch, dass die Bundesregierung keinen Corona-Plan jetzt für die kommenden Monate, vor allem dann für den Herbst hat. Was sind da die weiteren Entwicklungen und was wären da die Vorschläge von der SPÖ? Ja, zumindest nicht sagen, dass das Virus vollkommen egal ist, so wie es der Bundeskanzler beim Parteitag der ÖVP gemacht hat. Wir haben auf der einen Seite Maßnahmen, die eingehalten werden müssen, die nicht einfach einzuhalten sind, die mühsam sind. Und dann stellt sich der Bundeskanzler hin und sagt, das Virus ist egal beim Parteitag. So kann man es als Bundeskanzler sicher nicht machen. Auch eine Nachfrage zur heutigen Angelobung. Da ist auch so ein bisschen die Stimmung, hat die Bevölkerung das Vertrauen jetzt in die Regierung verloren, weil gefühlt alle zwei Monate wieder ein Wechsel ist. Was würden Sie an dieser Stelle sagen? Ja, die Fakten sind klar. 30% ungefähr vertrauen dieser Regierung noch. Das hat es in Österreich noch nie gegeben, dass eine Regierung keine Mehrheit mehr hat, beziehungsweise extrem in der Minderheit ist. Und das ist Folge dieser ganzen Dinge natürlich. Und ich meine, es wäre jetzt an der Zeit, dass Sie gehen, Sie beiseite treten und den Menschen in Österreich die Entscheidung überlassen, wie es weitergeht. Noch eine letzte Frage. Sie haben im Vorfeld ja auch gemeint, dass heute ein Antrag zur Pflegereform eingebracht wird. Wird der eingebracht und wenn ja, wird da abgestimmt oder wie ist da der weitere Verfahrensweg? Also wir werden einen einbringen, der ist auch dann zur Abstimmung zu bringen. Da geht es eben darum, das Pflegegeld zu erhöhen. Da geht es darum, dass ein Teil dieser Maßnahmen, die Sie erst im Herbst 23 beginnen möchten, schon im Herbst 22, also heuer beginnen. Ich hoffe, dass es wenigstens dafür eine Mehrheit gibt. Noch eine kurze Nachfrage. Ein großes Thema ist ja auch die Maskenpflicht. Soll die Maske bleiben oder nicht? Was ist da Ihre Meinung dazu? Unser Zugang ist, dass man das jetzt sehr rasch evaluieren muss. Das haben Expertinnen und Experten zu beurteilen. Es ist keine politische Frage, sondern eine Frage der Notwendigkeit oder Nicht-Notwendigkeit.